Seit dem 7. Oktober haben wir dem Goldpreis beim Steigen praktisch zuschauen können. Der Hamas-Überfall auf Israel hat die Anleger ins Gold flüchten lassen. Es gibt aber viele Fachleute, die noch andere Ursachen für die aktuelle Goldrallye nennen. Und die schauen wir uns jetzt an. Hallo und willkommen bei Philora TV. Ich bin Martin Krieger und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Bevor wir loslegen, noch schnell eine kleine Erinnerung. Wenn Sie keines unserer Videos verpassen wollen, dann klicken Sie am besten jetzt gleich auf Abonnieren. Und wenn Sie Fragen haben, dann einfach eine E-Mail an tvstudio@philora.com schreiben oder einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Und über Likes freuen wir uns natürlich auch. Jetzt aber zu unserem heutigen Thema. In geopolitisch unsicheren Zeiten flüchten sich die Anleger in den sicheren Hafen Gold. Dieses Bild wird auch immer wieder bestätigt. Schauen wir uns nun den Beginn des aktuellen Preisanstieges an. Genau an diesem Tag hat die Hamas Israel angegriffen. Aber der Anstieg ist erfolgt von einem recht hohen Niveau aus, nämlich rund 1820 US-Dollar pro Feinunze. Und das allein ist schon bemerkenswert, wenn man zum Beispiel Robert Minter glaubt. Der ist Director für ETF-Investmentstrategien bei Aberdeen. Er sagt, wenn man sich anschaut, wie hoch derzeit die Anleiherenditen liegen, müsste Gold eigentlich unter 1000 Dollar pro Unze liegen. Davon sind wir aber weit entfernt und dafür gibt es mehrere grundlegende Ursachen. Zuerst spielt mal der Dollarpreis eine Rolle. Steigt der Dollar, wird Gold in Nicht-Dollar-Ländern teurer. Das drückt die Nachfrage. In den letzten Wochen ist der Dollar aber eher stagniert. Das hat den Goldpreis gestützt oder, wie ein Experte es ausdrückt, es hat Gold wieder Luft zum Atmen gegeben. Über die Wechselwirkung von Inflation, Zinsen und dem Goldpreis haben wir schon einige Male gesprochen. Inzwischen gehen die meisten Fachleute davon aus, dass die Zinswende nicht mehr allzu weit entfernt sein kann. Wenn es noch weitere Erhöhungen gibt, sollten die nicht mehr allzu stark ausfallen. Und wenn die Zinsen seitwärts gehen, dann ist das schon Anlass für den Goldpreis, sich zu erholen. Die Zinsen beeinflussen wiederum den Markt für US-Staatsanleihen, die einer der großen Konkurrenten des Goldes sind. Die 10-jährigen Anleihen sind hier der Referenzwert und auch die haben sich zuletzt seitwärts bewegt, knapp unter der 5%-Marke. Wenn also hier die Renditen nicht weiter steigen, wird Gold für viele Anleger wieder die attraktivere Alternative. Und dann gibt es natürlich noch die Zentralbanken. Die befinden sich derzeit in einem wahren Goldkaufrausch. Nach den Angaben des World Gold Council haben Notenbanken von Jänner bis September 2023 rund 800 Tonnen Gold eingekauft. Das sind 14% mehr als im gleichen Zeitraum 2022 und damit ein neuer Rekord. Von diesen 800 Tonnen gehen 181 Tonnen allein auf die Rechnung von China, das damit seine offiziellen Goldreserven auf 2192 Tonnen aufgestockt hat. Die meisten Beobachter machen für diese Einkaufstour zwei Gründe aus. Ein rein wirtschaftlicher, nämlich der Versuch, den Yuan, die chinesische Währung, zu stützen. Und ein rein politischer, nämlich der Versuch der chinesischen Regierung, ihr Geld aus einem Finanzsystem abzuziehen, das im Prinzip über den Dollar von den USA kontrolliert wird. Bloomberg berichtet in diesem Zusammenhang, dass chinesische Investoren allein im August 2023 amerikanische Aktien und Anleihen im Wert von über 21 Milliarden Dollar verkauft haben. China ist damit Vorreiter einer Bewegung, die in immer mehr Ländern beobachtet werden kann. Seitdem die USA die Stärke des US-Dollar genutzt hat, um Russland mit Sanktionen zu belegen, russische Banken vom SWIFT-System auszuschließen und Milliarden an Devisenreserven einzufrieren, wollen viele Länder ihre Abhängigkeit von den USA abbauen. Stichwort De-Dollarization. Mehr dazu sehen Sie in diesem Video. Und auch wenn es bisher noch keine konkreten Schritte in Richtung einer eigenen BRICS-Währung gibt, ist alleine die Tatsache, dass diese Währung immer wieder diskutiert wird, ein weiteres Zeichen für die langsame Entmachtung des US-Dollars. Wie sind also die Aussichten? Einige Analysten verweisen darauf, dass der Goldpreis in Euro erst in der vorletzten Woche einen Allzeitrekord geknackt hat. Er lag kurzfristig bei 1902 Euro. Dieser Wert wurde nur kurz erreicht. Damit wurde aber ein Ausrufezeichen gesetzt. Es geht noch mehr. Und kommen wir noch einmal auf Robert Minter zurück, den ich schon am Anfang erwähnt habe. Er geht davon aus, dass die Fed und ihre Zinspolitik für den Goldpreis keine Bedrohung mehr sind. Er meint damit, dass die Zeit der hohen Zinsen bald vorbei sein könnte, was den ohnehin schon hohen Goldpreis weiter antreiben könnte. Die nächste Zinsentscheidung der Fed fällt am 13. Dezember. Da werden wir sehen, ob er damit recht behalten wird.
Das war's für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald.